In dem Stück geht es um Folgendes. Der Theaterdirektor Theo und sein Assistent Bernhard wollen die Weihnachtsgeschichte aufführen, die traditionelle Weihnachtsgeschichte. Und sie spielen in diesem Stück alle Rollen selber. Also von Maria über Josef, dem Erzengel Gabriel, den Hirten, die drei Weisen aus dem Morgenland, Gottvater persönlich und, spielen sie alles selber. Und sie werden begleitet von einer Opernsängerin, die etwas später in dieses Stück eingreift, die aber überhaupt keine Bühnenerfahrung hat und diesen ganzen Unsinn ins Absurde führt. Das ist eigentlich das Schöne an diesem Stück, dass die drei versuchen, diese Geschichte zu meistern und aber immer wieder scheitern. Es gibt also immer wieder Pannen und sie müssen improvisieren und das ist der Spaß für die Zuschauer. Ja, meiner Meinung nach ist das Besondere erstmal an dem Stück, dass es eben die Weihnachtsgeschichte ist, die jeder kennt, die aber sehr humoristisch und auch mit englischem schwarzen Humor, Patrick Barlow, der das Stück geschrieben hat, ist ja Engländer, darüber kommt. Besonders ist auch noch der fliegende Wechsel der Rollen. Also das geht ja von einem in die andere Szene und von einem Kostümteil ins andere und auch von einem größeren Requisit ins andere. Und das Besondere ist auch noch, dass natürlich Theo und Bernhard auch seit 20 Jahren als Schauspieler unterwegs sind und auch noch eine sehr spezielle Beziehung zueinander entwickelt haben, nämlich eine Art Hassliebe, die unter der Geschichte immer schwillt und ab und zu natürlich auch mal so richtig rauskommt. Und dann wird es richtig spannend. Ja, was macht das Stück so erfolgreich? Wohl die schwierigste Frage. Also ich denke, einmal ist es sicherlich, es ist die Weihnachtszeit. Viele Leute unternehmen etwas gemeinsam. Es ist ein bisschen Kult geworden hier in der Kulturetage. Wir werden dieses Jahr unsere 100. Vorstellung zeigen. So Kult ein bisschen wie Dinner for One. Silvester, man geht eben zum Messias in die Kulturetage. Es ist Unterhaltung pur. Es ist ein wunderbarer Abend, den man sich machen kann. Mit Freunden, mit Verwandten, mit wem auch immer. Because Christmas trees ain't getting shorter, just a little more magic, just ask your daughter as you look right down to the things you bought her. Thor is coming early, but I'm glad you taught her. Oh, oh, oh. Get sucked up in bed, I hope. Guess it's time for me to bed.